Und auf ein neues herzlich willkommen zurück. Trackmania Turbo, mal wieder. Momentan etwas regelmäßiger. Ich habe auch etwas mehr Lust wieder. Momentan neue Aufnahme-Session. Von daher mal gespannt, was sich so ergibt. Die erste Aufnahme war relativ gut, jetzt wird es wieder ein wenig schlechter. Wir müssen halt schauen, dass wir konstant bleiben. Nicht so wie der hier so umkippen. Air Control, ja. Die Kurve hat natürlich auch niemand gesehen. Aber die Map ist klasse. Das ist mal was anderes. Vor allem die Bäume da, wo du schön dagegen klatschen könntest. Finde ich sehr gut. Gefällt mir eigentlich sogar. Kann man eigentlich neu starten, weil die Kurven müssen wir besser nehmen, als die Wand mitzunehmen. Mal schauen, ob da was draus wird. Ganz leicht schlechter, aber da können wir zum Schluss dann die Kurve mitnehmen, besser. Dann. Die, wo jetzt da kommt. Okay, Neustart. Und ich spreche jetzt momentan noch eine kleine Info in eigener Sache. Zum Thema Videografikqualität. Es kann momentan sein, dass ab und an kurzer Grafikruckler vorhanden ist. Keine Ahnung warum. Anscheinend passt was mit der Grafikkarte nicht wirklich, weil es jetzt auf einmal wesentlich weniger Leistung produzieren kann. Gleiche Spieleinstellungen, gleiche Aufnahmeeinstellungen. Nur, es klappt nicht mehr so gut. Von daher ist demnächst angedacht, eine neue zu kaufen, aber das dauert noch etwas. Man muss mit dem Geld sparen. Wenn dann die neue ist, dann haben wir wirklich wieder die 60 flüssigen FPS bei 1080p. Das Ziel für die 4K-Auflösung müssen wir auf 2017 verschieben. Kann man 16 nicht halten. Weil einfach der ganze PC, den ich habe, viel zu schlecht dafür ist. Ziel ist es aber, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre auf jeden Fall den 4K-Standard. Beziehungsweise ich werde einen Zwischenschritt erst noch machen, bis ich das wirklich habe. Beziehungsweise bis wirklich alles klappt, bis dann entsprechende Internet-Einstellungen und Computereinstellungen sind, damit das auch gut aussieht, vergehen Zeit. Vorher werden wir das wahrscheinlich dann noch in 2K hochladen. Es soll auf jeden Fall der Standard werden. Und ich bin sowas von schlecht. Ist euch das aufgefallen? Jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Leute, ja, wie schon gesagt, je später, desto mehr Leute kommen auf den Server. Das habe ich schon festgestellt. So,
Wir warten hier mal kurz. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Sehen uns gleich wieder. Fünfter Platz ist doch schon mal was. Die Strecke war mal was anderes. Können wir auf jeden Fall liken. Ich hoffe natürlich, dass das Projekt trotzdem bei euch so gut ankommt. Immer noch. Klar, es hat weniger Aufrufe als jetzt hat ein Trainfever, ein Anno oder ja, wobei momentan eher weniger war wie damals City Skylines. Also ich hoffe trotzdem, dass es etwas bei euch ankommt, das Projekt. Bei mir macht Spaß und es ist auch mal eine Abwechslung zwischendrin für mich. Damit es nicht ganz so eintönig ist. Gut, zurück. Ah, man kann ja nicht driften hier wieder. Die Strecke kennen wir natürlich schon. Ist eine, genau, steht da oben. Ist eine Nadeo. Also da können wir, da fahren die Leute auf jeden Fall bessere Zeiten, weil sie sich schon auskennen. Sieht man ja oben. Vielleicht würden wir es auch mal in Zukunft schaffen, Multiplayer technisch an die Sache besser ranzugehen. Ich arbeite daran, ja, aber das Thema ist schwieriger wie gedacht. Zum einen habe ich weniger Zeit wie gedacht für die ganze Sache hier mit die in meinen ersten Videos angesprochenen Planungen für 2016, dass ich da ab März dann täglich dann was aufnehmen kann. Die waren ziemlich hoch gesteckt, die Ziele. Die kann ich nicht halten. Zeitlich gesehen kann ich es nicht. Zum einen, weil ich so nebenbei noch was anderes mache. Und zum anderen auch ehrenamtlich tätig bin. Feuerwehr zum Beispiel. Und so fort. Und von der Hinsicht gehen gewisse Sachen vor. Ich kann jetzt nicht sagen, passt auf, ich kann jetzt nicht zum Einsatz kommen, da brennt gerade ein Haus ab. Ich will eine Runde aufnehmen. Nur damit ich für euch eine Runde Trackmania habe. Oder ein Part Anno. Geht nicht. Ist so. Von daher habe ich da ein paar Sachen, die ich erfüllen muss. Und natürlich nachdem unbedingt ist einfach so wie ich sage, habe ich einfach Sachen noch zu machen, die sonst es in der Stadt nicht gibt. Wenn man halt auf dem Dorf wohnt, hat man halt ganz andere Sachen zu machen. Ja. So, aber trotzdem, es steht ja momentan sehr gut, 10. Platz immer. 45, 36.
haben wir ja. Wir haben momentan die Zeit, wo wir fahren, sind auf jeden Fall besser, knapp 5 Sekunden besser. Ja, sogar 5 Sekunden besser. Okay, knapp 5 Sekunden besser. Wollt nichts sagen. Haben wir natürlich zum Schluss wieder Haufen Zeit verloren. Der haut uns vorne ab. Sind wir knapp eine Sekunde schon wieder langsamer. Aber dafür, wenn wir den Rest richtig fahren, können wir es rausholen. Neu starten geht nicht mehr. Der ist vorbei für uns. 12. Platz maximal. Außer jetzt würden jetzt halt Leute den Server verlassen. Aber schauen wir mal, wie es ist. 12. Platz ist doch schon mal ein Anfang. Ja, die Strecke gefällt mir nicht, weil das ist eine Standardstrecke, die ist einfach, ist von Haus auf nicht gut. Die hat zwar gute Sachen in sich, aber so im Großen und Ganzen ist sie nicht wirklich fordernd. Im Vergleich zu den Community Maps, die wir davor hatten. Bin gespannt, ob jetzt nacheinander wieder die Standardstrecken kommen. Ja, war irgendwie ziemlich klar. Bis jetzt am Anfang wieder, jetzt kommen wieder nur die Standardstrecken. Wobei, die habe ich noch nie gesehen, die Strecke. Die ist neu für mich. Ist anders, würde ich sagen. Auf dem Pfosten sind in der Mitte. So Litfaßsäulen könnte man schon fast sagen. Das wäre auf jeden Fall für gewisse Spieler nichts. Das würde mir einfallen. Ah. Was mit ein paar YouTubern vergleichen würde, für Jailverse zum Beispiel nichts. Lalukat, Brahmin, Feder, die könnten das alle, denen wäre das ein Klacks. Aber Voice Sender. Okay. 38 ist das Ziel. 43 haben wir, müssen auf jeden Fall 5 Sekunden noch verbessern. Sind locker möglich. Müssen wir uns einfach wegen konzentrieren. Innen nehmen das nächste Mal. Okay. Da müssen wir wirklich zwischen vorbei. Ja, so nach und nach verbessern und dann geht's voran. Erst die Kurve von der anderen Seite nehmen, da müssen wir dann bremsen. Genau, innen drum. Innen drum mit allen Mitteln. Wieder vorbei. Okay, 8. Platz. Doch locker möglich. Mit dem Umblättern, ne? Ich muss es mir langsam mal anschauen. Neustart, wir können doch nicht am Anfang schon, ich sag mal, Sekunde langsamer sein.
Aber da habe ich mit Sicherheit wieder nicht Gas gegeben und habe nicht drauf geachtet. Weißt, das kann es noch nicht geben. Genau. Bremsen ist schlecht. Bremsen dürfen wir nicht. Müssen wir dann die andere Seite benutzen. Genau. Können wir locker außen vorbeifahren. Gleich neu starten. Bringt nichts, wir müssen wesentlich besser werden. Die haben recht, rechts vorbei ist sinnvoller. Weil wir müssen ja eh am Schluss rechts sein. Und ich fahre ja nicht erst links rüber und dann wieder rechts zu fahren. Bringt dir überhaupt nichts. Außer Zeitverlust. Könnten noch etwas besser sein. Sind noch besser waren. Sechster Platz. 37,8. Ist eine Hausnummer. Ja, baden ist immer gut. Auto mal ein wenig sauber machen. Schön durchschütteln. Okay, kann doch mit Steuerung rechts umblättern. Okay. Dann war's das mit diesem Part auch schon wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.